herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Commander Hering Shepard. Wir spielen Mass Effect 3 weiter und die Schlacht um Omega erreicht jetzt so langsam aber sicher ihren Höhepunkt, worüber ich eigentlich sehr froh bin, denn das bedeutet zwangsläufig, dass wir hier mal so ein ganz klein bisschen vorankommen. Das Ganze dauert wirklich extrem lange hier auf Omega, hatte ich nicht mit gerechnet und hattet ihr bestimmt auch nicht mit gerechnet und so. Und ja, dementsprechend, ich bin schon ganz froh, wenn wir irgendwie dann bald demnächst dann doch wieder im Universum rumtingeln dürfen, um dann die normalen Missionen eben absolvieren zu dürfen, die sich im Endeffekt jetzt aber wahrscheinlich auch nicht großartig von dem hier unterscheiden werden, aber naja, ihr wisst schon, wenn dann wieder ein bisschen mehr Story dazu kommt und so, Wasseraufbereitung, cool, wenn dann wieder ein bisschen mehr Story dazu kommt, dann richtige Story, eigentliche Story, geschichtsträchtige Story, Story, in der es um das Universum an sich geht, dann freuen wir uns da schon ein bisschen drüber. Also ich freue mich da zumindest drüber. Kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch ein ganz klein bisschen von euch genervt ist, dass ich jetzt eben hier diesen DLC-Kram unter Umständen gemacht habe. Aber vielleicht findet ihr es auch total interessant und so und denkt euch so, hui, yeah, Aria, wir wollen mehr von ihr sehen, wir wollen mehr von Omega sehen, wir mögen die normalen Crewmitglieder ja gar nicht, ist alles voll doof und so. Lieber hier mehr Omega-Action, macht doch dann viel mehr Spaß. Ich weiß nicht. Vielleicht muss es auch weder das eine noch das andere Extrem sein. Wie gesagt, ich selber bin aber dann unterm Strich doch... Ich werde froh sein, wenn wir Omega schlussendlich verlassen können. Ja, das so viel dann dazu. Aber okay, konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf unsere Mission, die schwer genug ist und wo wir auch genug zu tun haben, wenn wir uns die ganzen Kollegen hier so angucken und so. Cerberus hat nämlich absolut keinen Bock, mal hier so klein beizugeben, was ja eigentlich fast gar nicht nachzuvollziehen ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die müssten doch jetzt eigentlich mittlerweile auch der Meinung sein, dass es nicht mehr so hundertprozentig eine ganz gute Idee ist, sich mit Commander Hering Shepard anzulegen. Denn wo der Shepard rumläuft, da Shepard's meistens ganz gewaltig. Und ja, die bösen Buben sollten sich demzufolge ziemlich in Acht nehmen, weil sie zumeist ihr blaues Wunder erwarten können, wenn ich irgendwie auf Tour bin. Gut, schönes Areal, nachdem wir jetzt alle Gegner ausgeschaltet haben, allerdings wieder eindeutig zu groß. Deswegen passiert hier gerade nicht so viel. Wofür ist die Leiter da? Aha. Aha. Dampfkontrolle. Achso, man kann hier reingehen. Das ist cool. Zone 4, Wasseraufbereitung. Ich hatte erst überlegt, wegen der Leiter da, ob man eventuell ins Wasser steigen könnte. Das würde ich irgendwie nett finden. Also, allein vom... Ich würde gerne wissen, wie es aussieht. Sich so ein bisschen im Wasser bewegen und so. Hatten wir bisher ja eigentlich nicht. Nö, hatten wir gar nicht. Wo kam es sonst im Mass Effect? Nö. Nö, nö, nö. Wir haben Cerberus angegriffen und unser erstes Ziel gesichert. Cool. Ausgezeichnet. Ja, läuft doch dann alles super. Ich glaube auch die Bewohner von Omega, die sind einigermaßen motiviert. Die denken sich so, Cerberus, ist ja alles voll doof. Die kümmern sich ja auch nicht um meine Krankenversicherung. Ist ja gar nicht besser als vorher. Da nehme ich doch lieber wieder hier die ganz normalen Bandenmitglieder und Gangs und so, die hier das Sagen haben. Wuhu, ist doch dann viel cooler. Sowas in der Art. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber na gut. Der gemeine Bewohner von Omega ist ja zumeist wahrscheinlich auch eher so ein verhältnismäßig einfaches Gemüt. Oder so. Blups. Ich mag übrigens die Waffe. Dieses lustige kleine Sturmgewehr, Maschinengewehr von den Geth. Weil, ja, es verursacht ziemlich viel Schaden. Es braucht zwar einen ganz kleinen Moment, um so richtig auf Touren zu kommen, aber wenn es dann eben permanent einschlägt beim Gegner, ja, dann hat er nicht unbedingt viel Spaß. Wir müssen zum zentralen Pfeiler, bevor Cerberus diese Bomben zündet. Dann gehen wir zuerst hier lang. So scheint es zumindest.
Ausrüstung. Untersuchen. Credits. Nein, es war vollkommen falsch, hier reinzugehen. Warum bin ich hier reingegangen? Man weiß es nicht genau. Weil die Tür offen stand. Deswegen war ich hier drin. Aber wir können natürlich auch diese Tür umgehen. Dann sollte auch hier das Vorankommen möglich sein. So, was haben wir hier? Primäre Belüftungssysteme. Belüftung, ja. Hier drüben, Shepard. Auch so Sachen, die eventuell durch den Reaktor gesteuert wurden. Hui! Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jetzt entwickle ich unterm Strich dann doch noch ein schlechteres Gewissen, als ich sollte. Aber die Ventilatoren laufen doch. Kann ich nicht alles über Ventilatorsteuerung deaktivieren. Kann nicht alles über diesen einen Reaktor gelaufen sein. Wir treffen auf weniger Widerstand. Ich nehme an, Sie schicken Truppen zu euch. Aha. Finde ich gut. Stützpfeilern zu schaffen. Wir müssen sie aufhalten. Okay. Gebiet sichern. Go, go, go. Gebiet sichern, Gebiet sichern. Hui, hi, ha. Uhu. Zu viel Cerberus-Gesocks. Finde ich nicht gut. So. Dich weg, dich weg. Und halt. Na, schon wieder so ein scheiß Techniker oder so, ne? Der seine dämlichen Geschütze hier überall aufstellt. Okay. Du weißt ganz bestimmt, wovon du redest, Aria, oder? Weil ich weiß nicht, was wir hier tun, aber egal. Zugangssteuerpult, Konsole. Oh, hier ist wieder. Hier ist wieder ein Knöpfchen, was ich drücken kann. Ich drücke es. Verstanden. Die Bomben sind jetzt scharf. Die Konsole ist abgeriegelt. Wir müssen sie manuell entschärfen. Tun wir dies. Aha. Okay. Oh. Und ich habe nicht viel Zeit dafür. Offenkundig nicht viel Zeit. Ja, du kümmerst dich um Cerberus. Das ist eine super Idee. Hilfe? Könnte sogar sein, dass das hier verhältnismäßig anspruchsvoll ist? Verhältnismäßig. Bomb has been planted. Oder, naja. Andersrum. Also, wir haben es deaktiviert. Je nachdem. Das ist lange her, dass ich Counter-Strike gespielt habe. Egal. Es sollte eine Anspielung darauf sein, jedenfalls. So, deaktivieren. Alles klar. Ist wirklich verdammt lange her, dass ich sowas gespielt habe. Das war noch zu meiner Schulzeit. Kann ich mich erinnern, dass ich zum... Naja, Counter-Strike... Ich habe nicht mal Counter-Strike 1.6 gespielt, was ja irgendwie von den meisten noch ganz lange gespielt wurde. Vielleicht auch immer noch gespielt wird, ich weiß nicht genau. Ich habe mit Counter-Strike... angefangen und fand's okay. Mein Gott, ja, aber ich war jetzt auch nie der anspruchsvollste Shooter-Spieler. Dementsprechend möge man es mir verzeihen, wenn ich da irgendwas total falsch gemacht habe, indem ich nur Source gespielt habe. Was soll's? Es sah zumindest auch ganz schnuffig aus. Alle erwischt. Und jetzt den Raum räumen. Okay. Ich räume den Raum und finde deine Couch? Nein. Leider nicht. Hätte ja sein können. Irgendwas... Ah. Irgendwas ist noch dort hinten. Ich möchte dich kaputt machen. Dich kaputt machen. Und vor allem möchte ich, dass es hier weniger raucht. So. Sind noch nicht alle? Mein Gott. Das hätte aber auch ein ganz schön, also so ganz klein bisschen anstrengend. Hier entlang, Shepard. Okay. Hier entlang, also meine Richtung. Aha. Die und du? Drüben. Was denn? Ja, was denn? Wir sind sicher. Gut. Nyrene, hier ist alles unter Kontrolle. Wie sieht's bei dir aus? Wir rücken durch den Gozo-Bezirk vor. Vorwärts und auf die Flanke achten. Jawohl, Buzz. Wir halten uns, aber Cerberus nimmt mittlerweile die Zivilisten ins Visier. Wir kriegen Berichte von Opfern aus allen Sektoren rein. Geh einfach zum Rendezvous-Punkt. Alles andere zählt nicht. Nicht in meiner Welt. Nyrene, Ende. Und wie genau kommen wir von hier zum Afterlife? Ich wäre für eine direkte Herangehensweise zur Abwechslung.
Direkt klingt gut. Klingt nämlich so wie eine wunderbare Abkürzung, die uns vieles vereinfachen wird. So, Medikit öffnen, rüber und jetzt geht der Ventilator wieder an. Schrapp, schrapp, schrapp. Kleiner Commander-Hering in Scheiben. Flupp. Dann schauen wir mal. Haben wir jetzt unterm Strich in irgendeinem Lüftungsschacht des Afterlifes heraus oder so? Oder wie darf ich mir das Ganze hier vorstellen? Cerberus. Woher wissen Sie das? Okay. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein? Doch, doch, doch. Wenn ich schon auf dem Weg bin. Mehr Credits. Die Mission lohnt sich wirklich. Zumindest. Naja, ihr wisst schon, vom materiellen Standpunkt aus. Man kann ja ziemlich viel gutes Zeug einsammeln. Habe ich so den Eindruck. Obwohl ich mir eigentlich kaum was aus Geld mache und das wenig überprüfe. Sondern dann immer erst im Laden feststelle, oh mein Gott, ich habe ja viel Geld oder oh mein Gott, ich habe wenig Geld. Naja. So. Hier sind Adjutanten. Folgen Sie uns im Fortschritt und verriegeln Sie die Räume hinter uns. Jawohl, Aria. Coole Szene. So richtig schön geskriptet. Könnte glatt aus Bioshock sein oder so. So eine Szene. Oder Dead Space oder wie auch immer. Naja. Sieht man nicht oft im Mass Effect. Aber hatte jetzt kurzzeitig was. Gut. Wo ist das Videolog? Videolog? Wer hat hier was videomäßig aufgenommen? Ist da unten irgendwas? Sieht so aus wie eine Kühlkapsel oder irgendwie sowas in der Art. Sah ein bisschen eisig aus. Hallo, kann ich irgendwas für euch tun? Sieht aus, als hätten sie sich ein bisschen zu viel aufgeladen. Wir sollten uns beeilen. Gehe ich hier richtig? Will ich hier lang gehen? Hätte ich durch die Tür gehen müssen? Unter Kontrolle ist, müssten wir bereit sein. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich eher zuerst durch die Tür hätte gehen müssen. Das hier unten ist doch bestimmt richtig, oder? Und hier ist vielleicht nur so eine Art Lagerraum oder so. Nur ein paar Credits. Und ansonsten nichts weiter. Gut. Dann schauen wir uns mal diese seltsame Apparatur an, die sich hier unten befindet. Und das ist... Was ist das? War da jemand drin? Videolog. Wenn die Zivilbevölkerung unter Kontrolle ist, müssten wir bereit sein, die nächste Phase des Projektes plangemäß einzuleiten. Vor der Wirtsumwandlung sollten wir beginnen, die Steuerungsimplantate mit dem Nervensystem des Subjekts zu verschmelzen. Bei der aktuellen Erfolgsquote werden wir den Bedarf vermutlich um 300% übertreffen. Ja, hören wir uns mal an, was die hier alles so gemacht haben. Die Adjutanten der ersten Generation wurden aus dem Verwahrungsbereich verlegt und erhalten nun die Implantate. Die vorherigen Gruppen wurden verarbeitet und in den Lagerbereich gebracht. Wir können nun kontrollieren, wann und wo die Adjutanten ihre Opfer umwandeln. Erste Tests an verschiedenen Spezies zeigen, dass sich das Virus problemlos anpasst und somit jeder Wirt benutzt werden kann. Klingt ja jetzt im Endeffekt alles nicht so verkehrt, beziehungsweise so, als ob Cerberus das einigermaßen im Griff hätte. Oder so. Wenn die Zivilbevölkerung unter Kontrolle ist, müssten wir bereit sein, die nächste Phase des Projektes plangemäß einzuleiten. Vor der Wirtsumwandlung sollten wir beginnen, die Steuerungsimplantate mit dem Nervensystem des Subjekts zu verschmelzen. Bei der aktuellen Erfolgsquote werden wir den Bedarf vermutlich um 300% übertreffen. Ich habe doch jetzt den dritten Eintrag ausgewählt, oder? War das nicht der erste Eintrag? Moment. Nochmal kurz schnell. Wenn die Zivil bei der Erfolgsquote... Was war der erste Eintrag? Die Adjutanten, Habadou, wurden... Zweiter Eintrag. Wir können nun kontrollieren... Okay. Ich bin irritiert. Viel Blabla um nichts. Diese Idioten haben mit Adjutanten experimentiert. Das erklärt die von vorhin. Ja, gut. Aber war das jetzt nicht im Endeffekt
Na gut, war nicht hundertprozentig... Doch, war es nicht klar, woher die Adjutanten kommen? Hat doch schon vorher irgendjemand gesagt, dass Cerberus damit zu tun hat, oder? Seltsam. Na gut, okay. Datenpad untersuchen. Machen wir uns darüber noch mehr Credits. Also auch noch zusätzlich Gedanken, weil ist so und gehört irgendwie mit dazu. Hallo, lieber Techniker. Der hat ja sogar noch offene Augen. Ihm steht der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Entweder das oder... Ich weiß es nicht. Naja. Bisschen Schwund ist immer. Insbesondere bei etwaigen Forschern oder so. Ist nicht unbedingt ein Traumjob. Weil meistens wird man dann, wenn man dann absolut... Sicherheit. Es öffnet sich immer nur eine Tür. Das leuchtet ein, wenn man bedenkt, was sie hier eingeschlossen hatten. Die Tür ist offen. Nichts wie weg hier. Okay. Zivilist? Zivilist da drüben? Ja, als Forscher hat man schon irgendwie die Arschkarte. Wenn man irgendwas Tolles erfunden hat oder so, was zufälligerweise sowas ähnliches wie eine Biowaffe ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man dadurch dann auch umkommt. Ist schon blöd. Teil uns Kontrollpunkt. Da hinten wollen wir hin. Für Omega! Blablabla. Ja, ist klar. So, jetzt lass mal hier... Wow. Die Profis ran. Ist besser. So, oh, hallo, kleiner Atlas. Ich möchte panzerbrechende Munition. Und dann möchte ich ganz viel und hart und lange da draufhalten. Und erledigt. So gefällt mir das. Ach, ich mag es einfach, wenn Waffen so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Ups. Mittlerweile, also es kann natürlich auch wirklich daran liegen, dass ich die panzerbrechende Munition soweit aufgeladen habe. Aber man merkt schon einen extremen Unterschied zum Anfang, finde ich. Da habe ich doch viel länger gebraucht, um so einen Atlas kaputt zu bekommen. Vielleicht habe ich da aber auch einfach nur die panzerbrechende Munition nicht benutzt. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. So. Ist jetzt Ruhe im Karton? Oder so? Er ist erst ruhig. Zu ruhig. In dem Moment scheint alles in Ordnung zu sein. Oh, man könnte hier auch hochgehen. Wollen wir hochgehen? Oder wollen wir durch die Tür? Ich weiß es nicht. Wollen wir uns vor allem erst einmal wieder ein bisschen genauer umgucken? Achso, hier könnte man auch hochgehen. Moment. Dann ist das oben wohl eindeutig optional. Dementsprechend gucken wir es uns an. Und finden hoffentlich irgendetwas ganz Tolles. Oh. Zum Beispiel eine Tür. Und zum Beispiel ein bisschen Ausrüstung. Und noch mehr Credits. Und ja, das hat sich ja unglaublicherweise gelohnt. Naja, geht so. Ich will mich nicht beschweren. Gut. Gozo-Bezirk. Genau, da soll Nyrene rumrennen. Mal gucken, ob sie dies immer noch tut. Mit vollkommener Begeisterung. Oder auch nicht. Ich bin mir mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher, ob Nyrene wirklich überleben wird oder nicht. Nein. Irgendwie... Arya und ich betreten den Gozo-Bezirk. Verstanden. Ja, wenn das Ende so ungefähr wird, wie ich schon mal geforeshadowed habe, dann müsste sich ja eigentlich noch irgendwas zwischen Nyrene und Arya abspielen. Aber na gut. Die werden nicht beide dann hier auf Omega auf die Kacke hauen. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Eher machen sie sich gegenseitig irgendwie ein ganz klein bisschen kaputt. Es schwelt schon so ein gewisser Konflikt zwischen den beiden. Was dagegen spricht, ist halt die Tatsache, dass man sich nicht wirklich entscheiden kann zwischen Arya und Nyrene. Man ist ja eigentlich wirklich die ganze Zeit mit Arya unterwegs. Von daher... Ha. Ich weiß nicht. Na gut, wir lassen uns überraschen. Aber es hat alles Endzeitstimmung. Und das hier ist... Sind es die Hochhäuser Omegas? Haben da ein paar Leute irgendwie gewohnt und ihren Tee geschlürft und... Oh, hi. Arya T'Loke. Nyrene. Wie heißt du? Kandros? Kandros. Okay. Ja, und wo ist ein Screen mit meinem Bild? Also ein Bildschirm mit meinem Foto? Menno. Ich will auch auf den Titelseiten stehen. Das Geschütz ausschalten. Ich bin Commander Hering Shepard. Ich darf und muss auf jedem Bildschirm stehen. Das ist wichtig. So. Die Menschheit muss sich doch daran erinnern, wer hier für alles verantwortlich war.
Also sofern man sich gerne daran erinnert, dann bin ich natürlich für alles verantwortlich. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann sind es natürlich die anderen. So. Wir sind fast da. Klingt gut. Dort müssen wir hoch, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Auxera? Mhm. Ich versuche auch jetzt herauszufinden, je näher wir uns dem Afterlife, also wenn wir uns dem Afterlife nähern, vielleicht können wir ja irgendwie mal wieder was sehen, was irgendwie so uns vertraut vorkommt oder dergleichen. Irgendeine Gasse, die so aussieht, als ob wir da vielleicht schon mal waren in Mass Effect 2. Wäre ja irgendwie ganz schön und nett. Da kommen Verbündete. Nyrene wartet in den Märkten auf sie beide. Cool. Danke, dass ihr nicht geschossen habt. Bisschen leichtsinnig übrigens, Kollegen, aber naja. Hier lang, dort lang? Wo wollen wir denn hin? Wollen wir durch die Tür oder wollen wir... Ist ja wieder nur eine Besenkammer. Außer Spesen, Besen, nichts gewesen. Hätte uns der Speer der Talons nicht gefunden, wären wir tot. Ja, doch mal Schwein gehabt, wa? Hm. Krieg ist halt keine einfache Sache und so. Da kann man halt mal Glück haben und mal Pech haben. Je nachdem. Oh, mit dir kann man sprechen. Du bist wichtig. Ich will zu dir. Moment. So, komm her. Begeistere mich mit deiner Geschichte. Was wird mit uns passieren? Ja, das hat sich jetzt gelohnt. Oh, Müllbergen. 1500 Credits. Ah. Recycling ist alles. Ah, da. Ihr tut euch und eurer Umwelt einen großen Gefallen. Laborausrüstung. 1200 Credits. Waffenmodstation. Interessiert mich. Und wir alle werden mit ihr fallen. Ja, ganz toll. Ach so, das ist der Prophet. Bereut. Bereut und rettet eure Seelen, bevor es zu spät ist. Diese große Station ist gefallen und wir alle werden mit ihr fallen. Ach, kann das sein? Ist das der komische, verrückte Prophet, den wir auch in Mass Effect 2 schon hatten? Menschheit beschmutzt alles auf seinem Weg und Erlösung bringt einzig und allein das Wort. Ich glaube, das ist der. Der ging mir damals schon auf den Wecker. Bringe zu mir die Kinder, damit ich sehe, wie sie zu Soldaten heranwachsen und für die Sache kämpfen. Pui, pui. Verdammt. Man kann nicht alles haben. Okay. War jetzt aber ein netter kleiner Auftritt. Es ist alles im Griff. Los, los, los. Alles im Griff. Finde ich gut. So, Waffen-Upgrade. Schon wieder ganz viele Schlauchpfade, denen man folgen darf. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ist dann zumindest nicht so verwirrend wie eine große, unbekannte, undurchdringliche Welt. Cerberus ist auf meiner Station. Natürlich stimmt etwas nicht. Das meine ich nicht. Ich gehe der Sache nach. Bis dahin, Funkstille. Was zum Teufel macht sie? Lass mich raten, sie stolpert über einen Adjutanten. Kann das sein? Wo ist Nyrene? Sie sondiert die Lage. Wir sind damit beschäftigt, hier die Stellung zu halten. Sie ist unterwegs zum Afterlife. Finale? Sie dürfen nicht durchkommen. Wir halten nicht mehr lange durch. Achtung! Es sind keine Talons. Sie ziehen sich zurück. Oh.
Oh. Es reicht. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Wow. Arya Sauer. Interessant. Eine interessante Wendung der Ereignisse. Hatte ich jetzt so nicht mitgerechnet. Jetzt ist Nyreen also hops. Wow, fand ich schade. Also irgendwie das Ende ist cool gemacht gewesen, aber von der Inszenierung her. Aber finde ich jetzt schon ein bisschen schade. Gut, wisst ihr, was noch schade ist? Dass wir den Part jetzt an der Stelle beenden und dann wahrscheinlich beim nächsten Mal erst den Part hier rund um Omega beenden werden. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Vermutlich hauen wir dem Eulen General jetzt eine aufs Maul. Bin mal gespannt, ob das Ganze gut wird oder nicht. Und wie lange es dauert und so weiter und so fort. Naja, für den Moment soll es dann erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag dann jetzt einfach mal Tschüss mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.